Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge in unserem Prison Architect Projektwochen-Projekt-Ding. Nein, also Folge 41. Wir sind beim letzten Mal in einer ziemlich kurzen Folge sogar relativ schnell ausgebrochen und haben dabei festgestellt, dass wir unsere Küche besser absichern müssen. Beziehungsweise, dass unsere Wachen auch so ein bisschen überfordert sind. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Geld verdienen. Und wir haben zumindest die Kredite, glaube ich, jetzt freigeschaltet, dass wir uns dort ein bisschen was holen können. Hoffe ich. Denke ich doch. Bin ich der Meinung. Will ich hier gerade nochmal gucken. Ne, dauert noch 3 Minuten. Okay, wunderbar. Gut, dann warten wir auf Geld, dass wir hier oben mehr Zellen bauen können. Bei 100 Zellen kriegen wir 20.000 aufs Konto. Jetzt kommen auch erstmal gleich Häftlinge in 2 Minuten und dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt läuft hier. Also auf jeden Fall wird der Zellenblock hier schon benutzt. Unsere Schutzhäftlinge, die sind auch alle soweit erstmal untergebracht. Und die 20.000, die wir dann für die Häftlingskapazität kriegen, denke ich mal, dass wir hier drüben dann anfangen, den Sicherheitsbereich für die gefährdeten Insassen zu schaffen. Dann kommen wir auch irgendwann in den Bereich, dass wir die Zellenbewertung mit einbeziehen. Aber wie gesagt, erstmal Sicherheit, 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 Sicherheit. Also die Sicherheits die unter Sicherheitshaft gestellt sind, die müssen auf jeden Fall dort aus diesem Trakt raus. Das sind jetzt momentan 5 Stück an der Zahl, die ich jetzt erstmal soweit sehen kann. Mal gucken, wie die auch aktiviert werden oder ab wann man sehen kann, ob die gefährdet sind oder nicht. Da ist zum Beispiel wieder ein unbekannter Ruf. Das sieht hier erstmal ganz normal aus, alles. Auch wieder ein unbekannter Ruf gewesen gerade, da irgendwo, ja genau. Okay, aber soweit passt das denn erstmal. Ehemaliger Gesetzeshüter, da haben wir nochmal wieder einen. Der wird dann natürlich auch in eine Schutzhaft genommen. Ah, duschen dürfen die ja zusammen. Okay, wunderbar. So, dann müssen wir die Bürokratie im Auge behalten. 1 Minute, 1,5 Minuten noch. Dann kommen jetzt 7 Häftlinge rein. Mal wieder 3500 Flocken, die wir dort kriegen, und die können wir gleich nutzen, um hier oben die Zellen weiterzubauen. Ne, so schon mal gar nicht. Wir müssen das Fenster mit einbeziehen. Also so und so, und dann werden wir erstmal die Dusche bauen. Machen wir mal hier so. Dann können wir nämlich den ganzen Raum direkt mitnehmen. So, und dann haben wir sogar noch für 2 Zellen das Geld da. So. Die Häftlinge sind hier. Da kriegt man echt erst Informationen, wenn die dann überhaupt drinne sind im Gefängnis anscheinend. Okay, aber davon lassen wir uns mal nicht beirren. Wir warten auf unseren Kreditzuschuss, der kommt jetzt. Und dann werden wir uns da erstmal einen ordentlichen Batzen Geld holen. Sofern ich das jetzt sehe, wo man das machen könnte, kann. Na. Derzeitige Steigerung. 2500 können wir nur Kredit aufnehmen, das ist nicht viel. Machen wir aber erstmal. Dann können wir nämlich hier oben die Zellen weiter ausbauen. Wenn wir die Häftlingskapazität im Fall haben, haben wir erstmal 20.000.
Und dann können wir das vielleicht gerade zum Beispiel mal wieder senken. Dann haben wir die Kreditzahlrückzahlung nicht ganz so hoch. Dann haben wir jetzt 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Also besinnen wir uns jetzt tatsächlich einzig und allein erstmal nur darauf, diese Häftlingskapazität da herzustellen. Da ist auch schon die nächste Zelle gleich fertig, fehlt nur das Bett. Mal gucken, ob das hier schon mal geupdatet worden ist mit dem warmen Wasser. Nein, ist es noch nicht. Da ist schon wieder Action. Also diesmal ohne Tote. Das Bett aus dem Lager geholt. Ah, da müssen wir auch noch Versorgung ein bisschen machen. Ohne Wasser läuft das nicht. Hier an der Stelle auch noch mal. Und die Duschen. Dann legen wir Strom auch gerade mal nochmal da hoch. Na, dafür reicht das Kapital nicht mehr. Warten wir nochmal eine Sekunde. Jetzt. So, dann ist der Zellenblock auch schon mal versorgt. Dann fehlt tatsächlich nur noch unser Geld für die Häftlinge, für die, ja, ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Kann ich hier schon mehr? Nee, geht nicht. Okay. Gucken, was wir hier noch so haben. Steuererleichterungen. Jetzt Steuer, damit die Unternehmenssteuerrate auf nur 15% sich sparen. Also 1500 Steuern je 1000 10.000 Tagesgewinn. So viel haben wir gar nicht. Ja, warten heißt es jetzt, das Geld. Mal in der Logistik gucken, wie es hier aussieht mit dem Arbeiten. In der Wäscherei wird zumindest gearbeitet, das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist natürlich die Frage, wo unser Wäscherolli hier ist. Da ist er unterwegs. Dann gucken wir vielleicht nochmal, wie die Bedürfnisse sind. Ja, die sind soweit gut aus Erholung, ist ein bisschen hinten. Tagesordnung passt soweit, es gibt dreimal Essen. Da fehlt noch eine Wand da oben. Ja, die haben wir jetzt aber auch ordentlich zu tun hier, muss man auch dazu sagen. Was ist mit dem Geld? Ist echt schwierig. Also wir kriegen ja 2700 schon am Tag, aber es ist halt ja, insgesamt halt zu wenig. Wir können hier unten, könnten jetzt unten noch Bäume wegmachen, dann würden wir uns aber das Personal hier oben wieder rausziehen, was wir brauchen, um die Zellen zu bauen. Und die Zellen brauchen wir, damit wir Häftlinge bekommen, die ja auch wieder Geld bringen. Für Taylor haben wir natürlich jetzt wieder keine Sicherheitszelle anscheinend.
Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall Priorität darauf setzen, dass wir die ganzen Häftlinge voneinander trennen. Also geringes Risiko müsste ja sowieso demnächst ganz weg sein. Muss wieder Action. Sprich, wir werden dann also erstmal die Schutzhafthäftlinge, die kriegen jetzt erstmal ihren eigenen Bereich und dann werden wir nach und nach die das geringe Risiko verschwindet ja, da kriegen wir ja keine mehr. Werden wir dann die mit dem normalen Risiko, die werden wir hier in dem Bereich lassen und der und die hohen Sicherheits mit dem hohen Risiko, die bekommen dann halt auch eine eigene Schutzhaft. Wobei das ja eigentlich egal ist, ob die zusammen sind oder nicht. Auf jeden Fall erstmal die Schutzhaft ist wichtig, dass wir die dort rausbekommen. Das sind nämlich die, die immer den Terror hier auslösen. Oh, macht fertig da. Da ist die Putztruppe. Da gibt's auch zu putzen. Ist ja wieder einer ertötet worden. Ah, Freunde der untergehenden Sonne, macht hinne hier jetzt. Reicht noch nicht für eine neue Zelle. Geht auf jeden Fall vorwärts. Auch wenn es langsam ist. Aber können ja hier nochmal Zuschüsse. Holen wir uns die noch, dann können wir wieder eine Zelle bauen. Irgendeiner ist hier die Meinung, einen Nagel reinhauen zu müssen in die Wand und braucht dafür 10 Minuten. Jetzt kloppt das hier die ganze Zeit in meinen Ohren. Geht mir schon auf die Nerven sowas. Wenn man Handwerker nicht kann, soll man es lassen. Ganz, ganz einfache Nummer ist das. Nochmal wieder Essen angesagt. Wenn ich das wieder runterdrehen kann, dann bin ich froh, wenn wir die Mission endlich geschafft haben. 58% haben wir schon zusammen davon. Jetzt können wir auch mal gucken, ob wir die Bäume hier unten noch wegkappen. Objekte abreißen. Geht alles hier mal weg. Schön einlagern. Hier hinten sind auch noch ganz viele Bäume. Können wir auch mal alle wegmachen. Haben wir auch erstmal wieder ein bisschen Geld. Können wir hier vielleicht die Baumschule mal hinmachen? Materialien, Dirt, haben wir hier Dirt hin und die Baumschule Fleisch. Da machen wir erstmal hier so
Minimal groß. Muss ja jetzt nicht unbedingt direkt sehr groß sein. So, und dann haben wir den Zellenblock, denke ich, in der nächsten Folge fertig. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß hier mit mir und dann geht es morgen weiter mit unserer Prison Architect Projektwoche. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir natürlich ein Abo da, ansonsten liken, disliken dürft ihr natürlich auch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.